Ich lade euch jetzt auch ein, mit ein paar Fragen in euch hineinzuschauen, was ihr für innere Antworten bekommt, wenn ihr Fragen hört oder auch lesen könnt. Und zwar, bist du bereit für Freiheit? Was würdest du tun, wenn es kein Finanzamt und keine Bauvorschriften geben würde? Ja, ich höre ein tiefes Durchatmen, ja. Ein Gröhlen und Jodeln, genau. Vielleicht mal ganz kurz ein, zwei Töne. Kurz innehalten, wer mag kurz Augen schließen. Was taucht auf? Aber nur kurz, wir wollen hier zügig durchgehen. So, nächste Frage. Was würdest du tun, wenn es kein Geld, keine Rechnung, keine Mahnung, keine Gerichte geben würde? Was würdest du tun, wenn es keine Regierung und keinen Staat geben würde? Wieder reißt jemand die Arme hoch. Jetzt wird es ganz besonders. Wer würdest du sein, wenn du so sein würdest, wie du schon immer sein wolltest? Was würdest du tun, wenn es nichts und niemanden gibt zwischen dir und Gott? Oder zwischen dir und Schöpfer? Da kann man den Namen einsetzen, der für einen selber stimmig ist. Ich danke für euer in euch hineinspüren. Und da ich die gesamte Menschheit als eine Einheit empfinde, haben wir gerade kollektiv einen bedeutenden Schritt gemacht, in uns hineinzugehen. Und zwar auch in eine Freiheit des Fühlens, Freiheit des Denkens. Wir wurden über Jahrtausende geprägt, trainiert, gewisse Sachen als State of the Art, als Basis, als Faktum, als Dogma anzunehmen, was nicht unbedingt sein muss. Und jetzt nochmal das Bild, weil ich habe das Herzbedürfnis, die Aruna besonders zu erwähnen. Sie hat mir nämlich am 27. Februar eine Frage per E-Mail gestellt, kennst du denn OPPT? Und ich nur, wie bitte was? Kenne ich nicht. Und zeitlich davor bekam ich eine E-Mail einer Bekannten, die einen Engel channelt und ich konnte mit den Daten nur teilweise was anfangen. Da war die Frage gestellt, haben wir für die jetzt kommende Wintersonnenwende Vorbereitung zu treffen? Die Frage wurde gestellt am 26. November. Die Antwort, die Zeit ist nah und die Wende hat begonnen. Gehe hin und vertraue, dass dein Haus und das aller Beteiligten geschützt bleibt. Es ist dunkler als sonst, es war jetzt auch der dunkelste Winter. Chaos bleibt aus. Der Wandlungsprozess findet seinen Höhepunkt 2013. Dies ist die Zeit des endgültigen Erwachens. Der 21.12. ist eine Zahl, die irritiert. Und jetzt kommt's. An diesem Tag ist vieles bereits besiegelt. Gehe hin und vertraue. Ich komme immer noch rührig, wenn ich das lese. Und ich wusste nicht, was damit gemeint war, dass da schon vieles bereits besiegelt ist, bis ich es dann über das Lesen, über den OPPT erfahren habe. Und zwar, ganz kurze Entwicklungsgeschichte, 2007, Beginn der großen Finanzkrise, 2009 waren viele Anwälte unterwegs, unter anderem die Frau Heather Ann Tuki-Yarraf, die macht Ermittlungen bei Weltbank, Freddie Mac, Fannie Mae und so weiter. Sie haben einen großen Report geschrieben über den globalen Betrug und die Korruption und haben sich eine heftige Frage gestellt. Sie haben beobachtet, jeder leidet, wirklich, wir fragen uns, kann das private System gerettet werden? Ist es wert, gerettet zu werden? Hammerhartes Ergebnis, nein. Macht keinen Sinn und es geht nicht. Dann haben die entschieden, was können sie tun, um das System abzuschalten? Von ganz oben, soweit sie denn hoch konnten. Im Oktober 2012 haben sie mit diesem One People Public Trust
Die Betrugs- und Sklavereisysteme der UN, des Internationalen Gerichtshofs und so weiter, die Liste ist krank, und aller Unternehmen die Vorgabe, eine Regierung zu sein, zwangsvollstreckt. Sie haben einen ganz interessanten Schachzug gefunden. Sie haben diese One People Trust gegründet, ganz grob gesagt, ein Unternehmen erfunden. Alle Beteiligten des Unternehmens sind alle Menschen dieser Erde, die gesamte Schöpfung und der Schöpfer. Und haben dieses Unternehmen, soweit ich es jetzt verstanden habe, es ist noch erst ein paar Wochen her, wo ich überhaupt mich am Lesen bin, haben dieses Unternehmen registriert beim allerobersten Position des sogenannten Uniform Commercial Code des Welthandelsgesetzbuches. Und haben von dieser Position dann alle anderen Unternehmen verklagt, die dieses Gesamtunternehmen Schöpfung schädigen. Und haben juristisch, wie es gehört, allen Schädigern, potenziellen Schädigern, muss man sagen, Unschuldsvermutung, eine Frist gelassen, die rechtlich vorgeschrieben ist, diesen Vorwurf zu bestreiten. Nicht einer hat sich nur gemeldet, weil es unbestreitbar ist. Und damit ist es juristisch korrekt, alles zwangs zu vollstrecken. Und es ist durchgezogen worden. Und der aktuelle Status, alle sogenannten Regierungen, Finanzämter, Gerichte waren Gewerbebetriebe, nachzulesen im Weltfirmenverzeichnis. Spätestens im Dezember 2012 waren alle Fristen verstrichen, es gab keinen Widerspruch. Alle Körperschaften, und zwar hammerhart, bis zum kleinsten Kaninchenzüchterverein überall auf der Welt und Betrugs-Sklavereisysteme sind somit erloschen, weil jeder kleine Verein ist über das Amtsgericht registriert, aber auch die sind komplett als juristische Struktur weg vom Fenster. Sie sind nicht mehr legal. Sie sind nur noch üblich. Alle Währungen sind rechtlich ohne Belang. Der Minuto ist noch gültig, weil der auf einer Interaktion einzelner Menschen basiert. Aber sobald ein regiogeltender Verein eingerichtet hat, sind sie juristisch ohne Belang. Euro und Dollar sowieso. Es gibt keine Darlehen mehr, die zurückgezahlt werden müssen. Es gibt keine Nationalschulden mehr, es gibt keine Staatsschulden mehr. Damit hat sich die Lage der Menschheit weitgehend grundlegend geändert. Jeder Mensch ist nun frei zu sein und zu tun, was Herz und Seele entspricht. Jeder Mensch ist nun auch voll und ganz verantwortlich für das eigene Tun. Ein Verstecken hinter Vorschriften, Paragraphen oder Vorgesetzten ist nicht mehr gültig. Nichts und niemand steht mehr zwischen dem Menschen und dem Schöpfer. Was ich persönlich nicht mag, ist eine PowerPoint vorzulesen. Ihr könnt ja lesen, aber es gibt Menschen, die nur zuhören. Deswegen, für die lese ich es auch vor. Der OPPT ist ein Werkzeug, das ist kein Verein, es gibt eine lange Liste, gerade heute Nacht im Internet veröffentlicht worden, in deutscher Sprache, was OPPT alles nicht ist. Der ist alles Mögliche nicht, der kostet kein Geld, der ist einfach nur ein Werkzeug. Ein Werkzeug für die, die sich entfesselt fühlen, fast alle, aber ein Werkzeug hilft nur bei Anwendung. Nach den systemeigenen Bedingungen existiert das System nicht mehr. Und zwar, das passt zu dem Thema vorhin, wo ist das die Quelle meiner Kraft? Brauche ich jemanden dazwischen oder nicht? Nur weil rechtmäßig kann niemand als überlegene Autorität zwischen dir und dem Schöpfer stehen. Es gibt nicht länger strukturelle Befehlsketten, Regeln, Unternehmen, um sich dahinter zu verstecken. Du bist, wie es der Schöpfer vorgesehen hat, ein Seinswesen und ein Beschützer unseres Planeten und dessen Bewohnern. Okay, das ist die Webseite, die offizielle OPPT-In. Ein nettes Wortspiel, es gibt bei E-Mail-Versendern das Thema Double-Opt-In-Verfahren. Zweimal hinein bestätigen, optiere hinein, wähle hinein. Und die Webseite heißt Opt-In, weil ich entscheide mich quasi in die Freiheit hineinzugehen. Da gibt es unten dann diesen Begriff Courtesy Notice. Das Wort ist schwierig zu übersetzen, heißt ganz grob, dass die höfliche Notiz, die freundliche Mitteilung, aber es steckt drin Court. Court ist auch das Gerichtsgebäude der Court. Und Notice heißt unter anderem auch Kündigung. Da steckt also im Wortwitz noch auch mehr dahinter. Das Werkzeug für den Alltag, es geht nämlich konkret, was mache ich jetzt mit dem Wissen? Ist ja ganz schön, dass jetzt da einer da vorne steht, der sagt, es ist alles jetzt vorbei, das große Drama, und das neue Drama beginnt. Was mache ich jetzt mit meiner Freiheit? Das neue Drama beginnt, jetzt bin ich voll verantwortlich. Hilfe, will ich das wirklich? Wie gehe ich damit um? Und ich beobachte, dass viele noch gar nicht mal auch diese Filme sehen und diese Konferenz besuchen,
aber es gibt ein paar wenige, die sind auf dem Weg, innerlich, und die haben mit diversen Mustern des alten Systems zu ringen. Und mein Sehnen ist, diesen Menschen, die auf dem inneren Weg sind, zu helfen, mit den äußeren Schwierigkeiten umgehen zu können. Und dazu gibt es diese Cortes Enotes, sieht so aus, englischer Text, super schwierig zu verstehen, fast gar nicht. Es ist keine sogenannte 3D-Sprache, wie dreidimensional, sondern 5D-Sprache. Und dazu noch Englisch und dazu noch englisches Juristenfachvokabular. Grausam. Dazu gehören 2 Seiten mit Geschäftsbedingungen und Preisliste und noch eine Erklärung, was der OPPT ist. Alles auf Englisch. Es gibt Versuche, die ins Deutsche zu übertragen, nach meiner Meinung aussichtslos, weil es sich auch auf das Weltrecht bezieht, was Englisch ist. Deswegen ist die Anwendung in Deutschland nach meinem Vorschlag so, man macht diese Cortes Enotes 5 Seiten auf Englisch, nimmt dieses Original und einen von mir entwickelten deutschsprachigen Hinweis mit dem Überschrift von Mensch zu Mensch, weil es die gesamten Strukturen von Firmen und Behörden gar nicht mehr gibt, juristisch gesehen, aber ein Mensch zu Mensch und der Mitarbeiter, egal von kleiner Hansel bis zum Chef, sogenannten Chef, angeblichen Chef, sind Menschen. Also gibt es einen deutschsprachigen Hinweis von Mensch zu Mensch. Beispiel aus der Praxis. BAföG-Darlehen. Es gibt ja keine Darlehen mehr, aber es gibt noch Menschen, die meinen, sie verdienen ihr Brotgeld damit, bei so einer Struktur zu arbeiten. Man schickt es an die Menschen, aber nicht an das sogenannte Amt. Nur wie findet man den Namen des Geschäftsführers? Man geht auf Webseite upig.de. Die Webseite upig.de ist die weltgewerbetreibenden Datenbank, wo 222 Millionen Firmen gelistet sind. Und dann trägt man hier, trägt man dann den Firmennamen ein, hier trägt man die Stadt ein, das Land und drückt hier auf diesen Knopf. Und der rote Pfeil hier links oben, das ist der Hauptbutton, um erstmal zur UPIG-Suche zu gelangen. Ja, jetzt könnt ihr mal mitfühlen, wie es denen geht, die nur zuhören, gar nichts sehen. Ah, vergrößert betrachtet, hier haben wir es doch. Das Bild hat auf gefressen, der Computer, gut. Also, das heißt hier Bundesverwaltungsamt. Das klingt nach Bund, nach Verwaltung, nach Amt. Okay. Und dann kriegt man eine Trefferliste, der Computer zeigt somit die Hälfte an, aber die wichtigsten sind drauf. Ich finde das immer klasse, die Technik. Hier, Anschrift auf dem Brief ist die Eupener Straße, da steht dabei Filiale. Okay, sucht man weiter, weiter oben findet man Hauptsitz. Bei der Filiale gibt es keinen Verantwortlichen, aber beim Hauptsitz gibt es einen. Sicherheitsabfrage und dann sieht man dieses Ergebnis. Okay, also. Hier links sieht man eine Nummer. Ah, und zwar ist in dieser Angabe von so einer Firma eine DUNS-Nummer, können nur gewerblich oder unternehmerisch tätige Personen erhalten. Kann man im Internet nachlesen. Und dann gibt es dann hier noch eine weitere Tätigkeit. Die Tätigkeit von diesem Bundesverwaltungsamt, Codierung 9631, muss man nachschlagen über die Webseite, heißt Vorschrift und Verwaltung für Kommunikations- und Energieversorgungsbetriebe. Jetzt wissen wir, was das Bundesverwaltungsamt, was für BAföG zuständig ist, eigentlich wirklich tut. Dann, wie man die Formulare ausfüllt. Hier die entsprechende Adresse, hier Jürgen Hensen. Und dann heißt ganz wichtig, angeblich Bundesverwaltungsamt. Mit der DUNS-Nummer sowieso, mit der entsprechenden Straße. Und dann das Englische dementsprechend auch ausgefüllt. Dann steht dann hier auch drin, ich habe ein Dokument bekommen, das vorgibt, eine Einkommensermittlung zu sein und so weiter. Und dann die ganzen Seiten plus deutsches Ding faxen, aufbewahren, Sendebericht aufbewahren. Und jetzt die Frage, was macht eigentlich die GEZ? Das ist mal der Datensatz, wie sowas aussieht, der wird jetzt gerade nicht gelöscht. Die haben also noch ein bisschen mehr rebellische Energie, dass sie noch nicht aufgeben wollen. Und da sieht man jetzt diese Nummer hier oben mit der Adresse und hier der Tätigkeitsbereich von der GEZ. Und das ist ganz simpel Inkassodienste. Naja, Geldeintreibungszentrale, was auch sonst, klar. So, wie gesagt, er ist ein Werkzeug und das Ding hilft nur, wenn man es auch anwendet. Tut die Technik? Ja, sie tut, super. Werkzeug hilft nur bei Anwendung. Bisschen Bilder soll ich reinbringen. Ja, bisschen Bilder, ein hüpfender Mensch vor Freude. Jetzt gibt es einen englischsprachigen Hauptsatz vom OPPT.
I am free, be eternal heart, earth is one, tell all now. Oder auf Deutsch, ich bin frei, sei ewiges Herz, Erde ist eins, sage es allen jetzt. Und die Webseiten. Ganz oben peoplestrust1776.com, weil es mit den Anfängen der amerikanischen gesamten Gesetzgebung und Freiheitserklärung und so zusammenhängt. Dann optin.com, weltweite Adressen, das ist dann optin.com/resources. Zu Deutsch, wir sind eins.wordpress.com mit der Kategorie Topped. Ich sage dazu, Vorsicht für diejenigen, die sich mit Esoterik noch gar nicht beschäftigt haben. Der OPPT ist eine ganz besondere Kombination von extremst hochqualitativer, präziser Juristerei und Spiritualität. Und das ist auch auf der deutschen Seite zu finden. Da sind auch diverse spirituelle, esoterische Sachen. Wer das nicht mag oder nicht schön findet, einfach den anderen lassen, die sich darüber freuen. Und dann gibt es jetzt hier die deutsche Situation angepasst, habe ich die ganzen englischen Dateien auf A4 angepasst, damit man es auch bei jedem Drucker ausdrucken kann, dieses deutsche Hinweisblatt, waldgartendorf.de/oppt-html. Da findet man auch jetzt schon online diese PowerPoint-Präsentation und vielleicht sogar noch mit den Bildern, die hier gerade nicht angezeigt wurden. Und jetzt habe ich noch einen kleinen Traum, den habe ich jetzt noch nicht verwirklichen können. Wir sind ein bisschen kurz in der Zeit gewesen, um das überhaupt erstmal fertigzustellen. Ich fände es jetzt noch richtig schick, wenn wir ein kleines Zettelchen entwickeln würden, wo ganz grob draufsteht, was denn ist. Und Steuer ist Unterstützung von illegalen Betrugs-Sklavereisystemen und sie weisen noch Mehrwertsteuer aus und erkunden sich doch mal hier und diese Zettel werden dann verteilt bei all den Geschäften, wo man einkauft. Dann, damit der Mittelstand, der vor lauter Arbeit und vor lauter Steuererklärung keine Zeit hat, sich fortzubilden, plötzlich einen kleinen Aufwachschocker kriegt. Das könnte richtig was bewegen. So, ich danke für die Aufmerksamkeit. Die Zeit ist rum und jetzt geht's ans Mittagessen. Das sind so wichtige Informationen. Vielen, vielen, vielen bitte, Dank, bitte. Konstantin. Super. Also danke, danke. Das Wichtigste, das Allerwichtigste ist nicht der Zettel und die Souveränität, den auszufüllen. Das Wichtigste ist das Herz. Sei ewiges Herz. Da steckt richtig viel drin. Sei mitfühlend mit anderen. Und das ist auch wichtig, weil es gelten noch Gesetze. Zum Beispiel schädige keinen anderen. Weil der bist du ja auch. Und so weiter und so weiter. Das ist ein ganz tiefes Thema, sich damit tief innerlich bewegen, beschäftigen. Und dann wird auch das eintreffen, wenn alle daran glauben, dann haben wir irgendwann die alten Strukturen vergessen. Ob sie dann juristisch abgeschafft sind oder nicht, ist egal. Und das ganz Schöne, was mein Herz super erfreut, die Organisatoren des OPPT sind aktuell schon in gedankliche Vorbereitung, den OPPT aufzulösen, nachdem sie das alleroberste Welthandelsgesetz Uniform Commercial Code auch aufgelöst haben. Weil es wird sie auch irgendwann nicht mehr brauchen, wenn wir alle frei sind und fühlen und wissen und leben, dass wir eins sind. Und eine Struktur, die sagt, wir sind nur ein Übergangswerkzeug, um uns dann selbst nicht mehr zu brauchen, das sage ich. Danke. Ihr habt es kapiert. Okay. Ja, dann nimm diese... Ich bin da so gerührt. Mir ist das ganz wichtig eingefallen. vergessen. Aber jetzt noch einen kleinen Nachklang. Ich habe ein Kleidungsstück mitgebracht, was ich nur zu ganz seltenen Anlässen anziehe. Zu feierlichen Anlässen. Und zwar... Juhu! Wir haben ein bisschen Raum für ein goldenes Zeitalter. Und ganz wichtig, hier sind viele kleine Spiegelchen drauf, damit ihr euch selber erkennt und nicht glaubt, ich sei gut. Okay.